Moin, moin, zu einer weiteren Folge Genesis Alpha One. Und da sind wir. Wir waren in einem neuen Sektor, bin ich der Meinung. Ich gucke nochmal nach. Zoom. Zoom, wir brauchen Alu. Aluminium. Fundort, Fundort. Eisen, Eisen, Aluminium. Gut, dann mal los. Ich muss mal ganz Welcome to the kurz. shipbuilding Bin interface. vorbeigelaufen. Here you build and upgrade our ship. Alter Mund. Modules can also be deconstructed if you're not satisfied with. Eisen brauchen wir auch. Und ich bin dran vorbeigelaufen. Warte mal, Treibhaus. Unterkünfte. Ich habe mich absolut verlaufen. Turbolift. Brücke, da wollen wir lang. Hallo, hallo. So, 1, 2, 3, 4. Dann schicken wir euch mal. Harvester Destination set. Holt mal die 6 Aluminium hoch. Launch sequence activated. 8, Viel Erfolg, bis 7, 6, gleich. So, was können wir in der Zeit machen? Wir könnten noch ein bisschen. Da wollen wir ran. Ein wenig Eisen. Oh, was war das andere hier? Schwefel. Schwefel könnten wir. Ne, brauchen wir nicht. Achso, wir können ja mal. Resource beaming complete. Resource acquired. Okay. Und dann den nächsten. Unser Schiff müsste ja auch bald eintreffen. Resource beaming complete. Resources collected. Jawohl. Und weiter. Harvester has returned. Resource beaming Guck complete. noch mal. Resource acquired. Oh. Na. Gut, dass ihr kamt. Was hat der hinten drauf gehabt? War das ein neuer? Ihr macht das schon. Das Schiff muss ja eh erstmal entladen werden, ne? Schicken wir euch gleich weiter. Resource beaming complete. Mein Plan ist jetzt einfach, Treibhäuser zu bauen. Und dann an mehr Biomasse kommen und dann mal zu den Genesis-Planeten. Da es ja viele Upgrades gibt, die ich ja im Spiel so nicht nutzen kann, macht es da jetzt auch keinen Sinn, alle abzufliegen. Weil die sind ja auch nicht gleich um die Ecke. Darum ist Aluminium ganz gut. Aber wir brauchen halt noch die Farnpflanzen. Die gibt es ja auch nicht an jeder Ecke. Palmen könnte man da vielleicht auch mal gebrauchen. So, ich glaube, nee. Da bin ich falsch. Hier. Nächster Einsatz. Den müssen wir uns angucken. Da ist sogar. Oh, Fahnen dabei. Hier. Den könnt ihr euch nochmal holen. Resource beaming complete. Dieses Beam mache ich lieber nicht ohne Aufsicht. Weil wir haben einfach zu wenig Leute und die Gegner werden mir, glaube ich, auch langsam stärker. Resource beaming complete. Resources collected.
So, und was hast du den ganzen Tag gemacht? Ja, ich habe Eisen hochgebeamt. Ah, das klingt ja spannend. Wie hieß der bei Star Trek? Ich überlege gerade. Ah, der hat doch bei Deep Space Nine mitgemacht. Der hat immer die Arschkarte gehabt und musste bei Raumschiff Enterprise den ganzen Tag nur beamen. LaForge war es nicht, das war der Mechaniker. Niles? Ich weiß es nicht mehr. Ist auch egal. Falsch rum. Da wollen wir hin, zum Hangar. So, da haben wir auch den netten Fahren. Und dann, naja, klar, entladen. Dann kann ich nochmal eine Runde Eisen hochladen. Oh, was sagt denn das Lager? Das Lager sagt... Oh. Stromanski haben wir auch noch. So. Events erhalten Systeme. Treibhaus. Haben wir sogar noch. Cool. Zugewiesene Person, zugewiesene Person. Gefäß 5, aber ich glaube, da haben wir nicht viel. Wir können es verstärken. Mit 4 Kupfer. Aha, aha, aha. Achso. Dann graden wir es halt nur ab. Das klingt jetzt nicht nach gut. Wer hat da wieder rumgeballert? Hier ist alles dufte. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir uns doch nochmal hier ein Planetlein an. Uran, 2 Fundorte. Aluminium können die selber nochmal abbauen. New materials have been refined. Vielleicht die Pflanzen. Ich weiß nicht, was für Pflanzen wir haben. Sollen wir mal gucken. Harvester Destination set. Starten wir mal. Alle mal an Bord. Brauchen ein bisschen Munition. Der Große braucht auch. Los geht's. Dann trinke ich nochmal einen Schluck aus meiner Fritz-Cola. So. 2 Fundorte, ne? Los, los, los. Suchen, 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 suchen. Da haben wir ja schon mal eins. Kein Stein in der Nähe, wo ich mich draufstellen kann. 20%. Damit wir die Aliens sehen. 60%. Wird auf jeden Fall links runtergebeamt. Ist schon mal gut. 80%. Es scheinen nur dann die ganz normalen kleinen Bugs zu sein. All phases complete. So. Neben Kantine. Klone, die gutes Essen zu schätzen wissen, können Menschen werden. Versorgt die Crew mit Gesundheitsregeneration, okay? Scheiße. Biomasse. Biomasse. Ah, die macht es schon. Das muss ich noch mitnehmen. Accessing Archives. Munition liegt hier nicht. 20%. Oh, in diesem scheiß Gestrüpp siehst du sie nicht. 40%. Aua! Ich sehe die ja nicht, das ist voll doof. We intercepted a new transmission. Please check your data pad for details. Ja, wir hauen ab. Oder ich fühle. Komm mal her, ich bringe euch ins Licht.
Kommt. Wo immer ihr seid. Wo ist das Licht? Aua! Nicht wehtun! Kill sie, Montro! Geht doch. Ach ja, Nachnamen brauche ich ja nicht. So, dann gucken wir uns gleich mal, wenn wir auf der Station an sind, die Nachricht, die wir bekommen haben. Aber erstmal aufräumen. Da ist nichts. Da ist nichts. Toms Reise ziemlich trocken. This is Major Phelps. We found a planet that looks promising for settlement. The atmosphere is kind of, well, suitable. We still have to wear our helmets though. Some genetic changes to our clones could tone down this problem. We're working on that. The place is also rich in resources and kind of beautiful too. Kind of. Phelps out. Ja, war ja eine kurze Nachricht. Ziemlich trocken. New materials have been refined. Einfach mal gießen. So. Haben wir jetzt alles entladen? Entladen? Nee, nicht ganz. Ich brauche mehr hier Entladeroboter. Das dauert mir hier einfach zu lange. Ja, Eisen ist ja nie verkehrt, aber... Pflanzen, 8 Pflanzen. Wir müssen mal wissen, was pflanzen, glaube ich. Aber bevor ich pflanze, würde ich gerne die Leute nochmal wegschicken. Harvester Destination set. Ach, ein Fundort haben wir noch. Harvester Destination set. Ihr könnt aber trotzdem erstmal. Harvester Destination set. Ihr bringt mir die Pflanzen und irgendwas mit. So, bis gleich, Männer. Ich guck hier mal ganz kurz rein. Ihr wisst ja, hier ist immer viel los, aber... Oh, da ist ein bisschen Biomasse. Und... Fuck you! Ich wusste gar nicht, dass man da durchgehen kann hier seitlich. Ich dachte, es wäre nur da hinten der Aufgang. Toll, dann ist der ja witzlos. Naja. Da müssen wir noch was machen. So nicht, Alien-Viecher. So nicht. Ah, hier bin ich gleich richtig. Und, wo geht's weiter? Ey, ihr kleinen Alienschweine! Was machst du da? Hat er einen Flammenwerfer oder sowas? Hat Munition dagelassen. Schweres Kaliber. Was bist du für einer, Junge? Säuregewehr. 3 Proben. 1, 2, 3. Könnt ihr mal ein bisschen schneller entladen? Ich würde am liebsten, bevor ich jetzt weiterlaufe, euch nochmal wegschicken. Hopp, 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 hopp. Ein bisschen schneller hier. Geht doch. Los, zieh ab. So. Dann auf zum nächsten Planeten. Da könnt ihr... Holt mal die Yari-Pflanze. Genau. Und starten. Und bringt mir irgendwelche tollen Ressourcen mit. So. Dann gehen wir jetzt endlich mal ein bisschen pflanzen. Und dann gehen wir aus dem Weg. So. Treibhaus. Hier müssten alle besetzt sein mit Fahren. Nächstes Treibhaus. Ja, hier ist noch Platz. Pflanzen.
Processing. Pflanzen. Er bringt die NH3. Müssen wir mal gucken. K.O. H. und versorgt 3 HCI2. Wir müssen echt mal gucken, wie wir an mehr Pflanzen kommen. Katze, das ist nicht gut, was du da tust. Harvester has returned. Katze legt sich fast auf die Tastatur. Jetzt sitzt sie davor. So, bleib da sitzen, mach nichts. Wir brauchen eindeutig mehr Pflanzen und ich brauche noch ein bisschen Schutzschilde. Hast du hier schon was vorbereitet? Barriere. Nehme ich mal mit. Ihr Kollege, ne? New materials have been refined. Processing. Bauen wir noch mal ein paar. Processing. Ist ja nie verkehrt. So. Ah. Aus dem Weg. Das ist doof. Jetzt könnten wir quasi, ja, jetzt bräuchten wir nur noch mehr Pflanzen. Und dann Biomasse. Dann kriegen wir unsere Leute quasi, aber... Wie finden wir Pflanzen? Aber gut, das können wir nochmal überlegen. Wir können ja aber erstmal noch auf den anderen Planeten. New materials have been refined. Auf den. Diesen hier. Da gibt es noch einen schönen Fundort. Alle Mann drin und weiter geht's. Ich muss nochmal gucken. Irgendwie ging das, glaube ich. Dass man auch nach Pflanzen filtern kann. Oder wir müssen einfach weiterspringen. Wir können ja dann trotzdem mal in diese eine Richtung springen, wo wir es einsammeln konnten. Vielleicht finden wir unterwegs da auch Pflanzen. Palmen wären mal schön. Palmen bringen, glaube ich, mehr Sauerstoff als diese dumme Farnpflanze. So. So. Auf diesen hässlichen, öden Planeten, da ist es auch schon. Accessing Archives. Aber hier kann man wenigstens vernünftig auf den Boden gucken. 20%. Irgend so ein Alien-Gesocks kommt hier. 40%. Haltet eine Kuh am Leben. Mensch, haltet euch doch mal am Leben. Ich bin hier gerade am Arbeiten. So. Schwere Arbeit ist getan. Toms Reise. Treibhausaufstand. Okay. Oh, Biomasse. Biomasse. Hab da. Was macht ihr denn die ganze Zeit? Wo? Scheißviecher, raus aus meinem Schiff! So, können wir mal schnell die Scheiße hier abbauen? Die kleinen Viecher gehen mir auf den Senkel. Ah, hier ist eine Probe. So, habt da, ihr habt doch gar nichts. Montro 3.0. Wo geht's hin?
Schneller, sie kommen! Sie kommen! Au! Au! Wir gehen ins Schiff rein! Dann mal rein hier in die Stube. Oh, das nehme ich noch mit. Und mal kurz halten. Halten. Ja, das ist das Doofe bei den Kleinen. Die siehst du nicht so prall durch das ganze Gestrüpp und manchmal auch die Lichteffekte, die ein bisschen störend sind. Boah, hier ballert drauf rum, gezielte Schüsse. Brauchst du nicht 50 Mal daneben schießen. Dann macht er mir eher das ganze Schiff kaputt, als er auf das Vieh treffen würde. Also, naja. Ich überlege noch, haben wir hier noch irgendwas, was wir brauchen? Eisen. Eisen. Hier, Schwefel mal ein bisschen. Mach mal Schwefel. Anheblich falsch. Schwefel. Ich habe jetzt keinen Bock, hier die ganze Zeit Eisen zu sammeln. Wie viele Leute könnte man jetzt... Hallo. Wo ist meine Legende? Oh, Kuhkabine. Wir können 20 Mann rekrutieren. Na. Da fehlt uns echt nur die Biomasse. Ihr könnt ja noch mal... Nee. Aluminium, Eisen. Ich glaube, Aluminium braucht man nicht so viel mehr, ne? Harvester Destination set. Resources. Ach komm, holt mir das Aluminium. Oh, da waren sie wieder. Was sind denn das für Viecher hier? Gut, dass sie geschützt sind. Ich würde jetzt erstmal zum Klonlabor gehen und nochmal ein paar Leute rekrutieren. Klone. Erforschen. Keine Lust. Wir machen mal einen Klon. Da ich hier langsam keinen Bock mehr habe, mich hier hinzustellen. Haben wir nicht noch die Möglichkeit, hier jemanden abzustellen? Nein! Ich habe keinen übrig. So, dann gehen wir auch gleich dahin und... Naja, er ist noch in der Produktion. Dann gucken wir mal, ob die Aliens mitgebracht haben. Ich hoffe mal, dass sie doch ein paar schöne Objekte mitgebracht haben. Aber hier war was. Oh, da. Klonprobe. New materials have been refined. Ist das normal, dass hier unten Zugang ist? Nee, ne? So, Zugang wieder zu. So, Alien Pest oder was ist das da? Das ging weg. Unser Schiff wird wieder schmutzig. Nee, es ist ein Geschütz. Ups. Resources collected. Auch nix. New materials have been refined. Ah, dann kommt wieder jede Menge nichts. Hatten wir da einen Pilz?
Eigentlich können wir fast wieder zurückfliegen. Dekontaminierung. Okay, wo war denn das? Auszoomen. Auszoomen. Oh, da sind auch die Frame sind da immer noch. Anzug-Upgrade ist da oben. Sicherheitstor. Panikraum. Hoch. New materials have been refined. Auch hoch. Ich überlege echt, ob wir mal so einen Schlenker machen. Aber hier dazwischen ist halt nichts. Vielleicht immer zu diesem Sonnensystem scannen und dann da weiter. Ich glaube, das machen wir mal. Ah, ich kann nicht springen, weil ich nicht springen kann. Leider haben wir ja keinen besseren Hyperraumantrieb, dass wir wirklich ja immer nur ein vorspringen können. Das ist echt doof. Kennen wir die schon? Mal kurz angescannt so ein bisschen. Da haben wir Fahren, aber auch Gefahr ist sehr hoch. Da haben wir einen Pilz. New materials have been refined. Könnten sie auch ohne. Ach komm, da springen wir hin. Oder wir machen erstmal Folgendes. Wir machen das, was wir am liebsten machen. Scannen. Man kann ja nie genug scannen. Ich glaube, ich würde mal Folgendes machen. Damit das Video nicht allzu lang wird, mache ich hier mal einen Break. Ihr wisst ja, Scannen kann ein bisschen dauern. Ich gebe mir beim Scannen ein bisschen Mühe. Und scanne alles. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne mal einen Like oder einen Kommentar. Würde mich sehr freuen. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Scanny, 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 scanny.